Alter, was geht ab, Leute? Hier. Döner-Time. Neuer Monat, neuer Döner des Monats. Aber ich weiß, diesen Monat gibt es wieder Pinsa. Der Chef von Hans Kebab hat ja auch jetzt eine Pizzeria. Habe ich auch schon abgecheckt, seht ihr demnächst. Und dementsprechend, und wahrscheinlich weil Teig und dies, das vom letzten Monat noch, ja, gibt es diesen Monat wieder Pinsa. Ihr kennt den Laden, Leute. Ich brauche euch da nichts mehr zu zeigen. Wir schauen gleich mal, was es diesen Monat gibt, wenn die Tafel wieder umswitcht. Kebab Pinsa. Pinsa-Teig, Kalbfleisch, Hähnchenspieß, frische Tomatensauce, Nachos, Smash Avocado, Bergkäse und das war's. Es geht weiter. Rot Bergkäse, rote Zwiebeln, klassische Schnittlauchsoße, Circa Chili, Sumak. Schauen wir mal. Natürlich unterwegs. Oh. Lass es dir schmecken. Also Pinsa war letztes Mal sehr stark, aber schwer zu essen. Die Teile. Rand war super zum Essen, hat mich umgehauen, aber hier war schwierig. Wir sind an unserem neuen Spot. Das ist mein neuer Spot für die Pinsa, Leute. Wegen der Größe hier. Drüben gibt es noch die Hocker. Ist immer schwierig. So, schauen wir mal. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir mit dem Fleisch an. Aber was soll ich sagen? Wie oft hatte ich dieses Fleisch schon? Fangen wir mit dem Nacho an. Übrigens, wenn ihr dieses Video hier seht, bin ich in Stuttgart. Schreibt mal in die Kommentare, falls ihr Food-Empfehlungen für Stuttgart habt. Hier sind zu viele Insekten. Ein gefährlicher Bissen hier. Schließen. Wir sind zu viel Fliegen. Oh mein Gott! Wie viele Fliegen sind hier, Mann? Ey, es ist eine krasse Kombi. Döner und Pizza. Oder Pinsa. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Pizza und Pinsa? Teig, super knusprig. Ist halt überladen. Ich würde vielleicht die weiße Soße weglassen. Oh, sorry, bin ich im Weg. Weiße Soße vielleicht weglassen, weil das hat ja schon Tomatensoße. Ansonsten Gewürze geil. Fleisch geil. Ich bin gleich fertig. Meine perfekte neue Location entdeckt, Leute. Keine Fliegen, keine Ameisen, Schatten. Perfekte Höhe, mein Gott. Zum Glück hat dieser Laden heute nicht offen, wo ich hier gerade stehe. Okay, heftiger Bissen. Aber die Randstücke sind auch heftig. Das Problem ist später die Mitte. Ja, Teig ist geil. Fleisch super knusprig. Gefühlt knuspriger als sonst. Aber Digga, die weiße Soße ist too much, Mann. Das ist und wie viel drauf ist, ist schon crazy. Es gibt Leute, die essen Margarita. Da ist nichts davon drauf, außer die Tomatensauce und der Käse. Aber den Teig finde ich gar. Ich würde den in Basic gerne bestellen. Nur Teig,
Tomatensauce, Dönerfleisch, vielleicht Käse oben drüber. Was soll ich jetzt damit machen? Das ist ein Oschi. Alles rausfallen wird. Ja, das Potenzial ist da, aber irgendwie fehlt noch was, weil... Ja, wie soll ich das essen? Diese zwei Stücke. Oder drei. Die Mitte. So. Schaut's mal. Ich weiß nicht mal wo. So, schaut's mal, Leute. Wie soll man das hochheben? Schaut. Eigentlich muss man die schneiden, Gabel und Messer nehmen und das hier dann wieder drauflegen. Haha. Okay, Dönerfleisch, Guacamole, Avocado, hier smashed Avocado, Nachos. Oh. Oh. Smashed Avocados sind geil. Ja, die ist krass. Ein fetter Bissen Fleisch. Also ich muss sagen, Dönerfleisch und Avocado schmeckt geil. Die hier braucht es nicht, weil der Pizzateig ist ja knusprig. Der gibt schon den Crunch. Oh, das ist ein gutes Messer. Schau, jetzt haben wir das Problem, der hier ist nackt. Digga, das hat Potenzial. Aber da fehlt noch irgendwas. Was würde dir machen heute? Vielleicht habe ich noch nicht die richtige Technik herausgefunden. Aber geschmacklich, Bombe. Handhabung ist das Problem. Aber vielleicht muss ich mich auch einfach damit abfinden. Messer und Gabel. Hast du sowas hier? So wie es jetzt gerade ist, ist es eigentlich wie ein Döner-Teller. Es ist schon zu Hause. Man muss auch bedenken, das ist viel mehr als ein Döner. Abendessenzeit. Ja, das ist einfach ein Döner-Teller geworden. Das sind die Reste, habe ich in den Airfryer getan. Das Fleisch ist immer noch geil, vielleicht sogar noch geiler. Aber ja, ohne das geht es halt gar nicht. Der Teig ist jetzt vielleicht nicht mehr so geil, aber das Fleisch, top. Überraschend, immer noch sehr gut. Hm. Schauen wir mal, ich habe wieder Bock auf einen gescheiten Döner, nicht Pinsa. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ein für immer Ding. Ich wechsle jetzt das Programm. Ihr seht, wie ich ein neues Asian Café abchecke. Aha. Da unten geht es noch weiter, Leute. Das gefällt mir. Das erinnert mich an Berlin. Look at this, guys. Look at this. Das ist hier irgendwie so kunstausstellungsmäßig unterwegs, Leute. Obwohl hier echt viel Fläche zum Sitzen wäre. Mal schauen. Hier. Das flüssige Aggregat, Zustand des Glücks, Glücklichseins. So. Also wenn du die Pause auch machst. So in die Richtung. Will ich die überhaupt machen? Der ist so. Was, wenn da so Flüssigkeit und so drin ist? Ja, dann. Ein Teil war mir zu. Ich mach den kleinen, okay. Mhm. Ready?
sind nicht zum Aufreißen. Ja, dann fertig. Oh, lustig. Das funktioniert so nicht bei dir. Oh no, der Boden reißt. Willst du was filmen? Ja. Mach einfach dein Ding. Lass jetzt rein. Lasch. Aber dafür gibt's die Soßen. Das heißt Lasch. Schwach nach nichts. Okay. Wie ist der Teig? Ich hab von Tinker zu viel. Finde ich auch, aber an sich finde ich den Teig gut. Was ist zu viel? Teig. Teig. Habe ich von mehreren Quellen gehört. Hier oder was? Also was heißt mehr der Quellen? Drei Freundinnen waren schon hier. Das ist der Saft, der da kommt. Das ist viel Soße. Ich muss das mal meinen Cake retten, nicht dass auf ihn getropft wird. Und? Das ist der Zwiebel. Nee, das ist ein Zwiebel, das ist Chili. Ah ja. Hm? Der Geschmack kann ich herausstechen, ja. Probier gerne, wie viel du willst. Nee, ja, komm, dring nicht durch den Teig. Füllungspfeffer auf jeden Fall. Ist das Senf? Nee, irgend so eine. Sesam. Eine Sesamsoße. Matcha. Mit Hafermilch. Schmeckt so wie als wenn ich in Gras gebissen hätte. In Gras? Ja. Also schmeckt ich bin natürlich gespannt, was du jetzt sagst. Achso. Ja, aber ist zuerst in Salz. Nein, passt. Gib mir hier mal einen Löffel. Matcha Tiramisu ist das? Warum? Ja, aber innen ist das Biskuit. Okay? Nein, da war schon, da war, ich hab das schon. Das ist gut. Schön abspülen. Es schmeckt so, als würde ich in eine Wiese beißen. Schmeckst du das nicht? Nee, ich schmecke schon zwar so Matcha, aber es ist der beste. Der Tiramisu ist der beste. Jetzt mit den Anstein und filmen wird's. Ich hab den Teil. Mhm. Ja, wenn ich darf. Leute, schreibt in die Kommentare, schmeckt Matcha für euch auch wie Gras? Gras, schmeckt doch nicht Gras. Geht mir auch nicht so aus.
Kriegst du Soße? Immer, ne? Aber ohne wer? Geschmacklos. Mhm. Ups. Das ist ein Mutschi-Cake, Leute. Bisschen mobiler unterwegs heute, Leute. Döner des Monats, Pinsa, war stark. Essbarkeit ist immer so eine Sache, muss ich noch lernen. Und dieses Asian Café, Katastrophe. Also mich würde es wundern, wenn die nächstes Jahr noch leben. Ihr werdet demnächst erfahren, wo ich bin, was ich mache. Wie man Like, Subscribe, kommentiert, checkt die Support mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem nicht aktiven Zeitkanal. Da kam letztens ein Short hoch. Vergönnt es euch. See you in business und ciao.